Die Entwickler haben ein neues Die Sims 4 Update veröffentlicht, welches das Spiel auf das neue paranormale Phänomene Accessoire Pack vorbereitet und eine komplett neue Emotion ins Spiel bringt. Mehr dazu in diesem Video. Wenn ihr jetzt in euer Spiel wechselt, kann es passieren, dass die Sims in die neue Emotion verängstigt verfallen. Diese wird von verschiedenen Dingen, wie beispielsweise Begegnungen mit Geistern, der Süßigkeitenschüssel oder Gewitter ausgelöst und steigert sich in der Emotion erschrocken. Eure Sims kreischen unkontrolliert andere Sims an, laufen panisch herum und können sich ebenfalls, um sich abzureagieren, einfach unter der Decke verstecken. Es gibt ebenfalls dieses neue Merkmal im Store für insgesamt 8000 Belohnungspunkte, mit dem eure Sims mutig werden können und nicht mehr so viel Angst vor gruseligen Vorkommnissen haben. Und auch eine unerwartete Neuerung hat es ins Spiel geschafft. Ab sofort gibt es einen kleinen Vorteil für alle Spieler, die eine Razer-Tastatur besitzen, die leuchten kann. Im Spiel leuchtet eure Tastatur nämlich jetzt passend zur Emotion, die euer Sims aktuell hat. Auch bei Ladebildschirmen oder auf einem versteckten Grundstück ist die Farbe passend zum aktuellen Ereignis. Eigentlich eine kleine, ganz coole Neuerung meiner Meinung nach. Heute Abend um 20 Uhr startet ebenfalls der Entwickler-Livestream zum paranormale Phänomene Accessoire Pack, in dem die Entwickler wohl das neue Gameplay sowie die Ersteller einen Sim- und Baumodus-Objekte des Accessoire Packs vorstellen werden. Den Link hierzu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Hier könnt ihr ebenfalls das neue paranormale Phänomene Accessoire Pack für nur 8,98 € bei Instant Gaming vorbestellen, wenn ihr in der Schweiz wohnt. Was denkt ihr über dieses Update? Freut ihr euch über die neue Emotion? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.